Herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 9. Wir sind auf der Suche nach den drei Teilen dieser Medizin, um Cid wieder in einen Menschen zu verwandeln. Und wen haben wir hier? Das sind doch die beiden aus Bomezia, die ich da gerettet habe. Genau. Ohne dich hätten wir es damals nicht geschafft. Ah, das war doch selbstverständlich. Freut mich, dass es deinem Mann auch wieder besser geht. Ja, danke nochmal. Und es ist tatsächlich glücklicherweise gelungen, bis nach Nimblum zu kommen. Viele aus Bomezia sind hier. So war das also. Ja, eine schlimme Sache damals. Es wieder wettmachen. Und natürlich musste sie sich wieder hinknien. Gott, ey, ich mag die überhaupt nicht, die Alte. Oho! Alter Schwede. Fleißig gewesen, die beiden. Sind aber wohl niedlich. Der wichtigste Freund von Mami und Papi? Boah! Cool. So. Kannst jetzt endlich weitergehen. Hier steckt ihr also alle. Bist wieder gesund? Ja, freilich. Schön, dich wieder runter zu sehen. Danke, Leute. Hast du Blank getroffen? Jo, im Schloss. Sieh dann, was hast du auf dem Herzen? Bist sicher nicht nur zum Ratschen, geh mal hier. Eigentlich habe ich eine kleine Bitte. Du hast doch die Wundermedizin, oder? Hobby. Meinst du, du boxst ihn mal kurz? Kein Problem. Warte mal kurz. Möchtest du dich uns wieder anschließen und so? Ich überleg's mir, wenn sich alles wieder einigermaßen beruhigt hat. Ohne dich ist es nicht dasselbe. Ja. So, hier. Zefix. Dankeschön. Wozu brauchst du Medizin? Um den Herzog wieder in einen Menschen zu verwandeln. Hm? Danke auch. Und tschüss. So, zweiter Teil der Medizin ist hier unten in diesem, ja, ich sag mal, Malergeschäft. Erstmal sprechen wir ihn hier an, nach der Medizin fragen. Hör mal, ich bin kein Künstler, kein Apotheker. Wenn du sie irgendwo findest, bedien dich einfach. Alles klar? Und die Medizin ist hier in der Ecke. Verdächtige Medizin. So. Den dritten Teil gibt's im Einkaufsviertel. Thank you.
Ja, Hilfe. Hallo. So. Und jetzt, habe ich euch beim letzten Mal gesagt, gibt es hier links unsere nächste Stellatia. Hier, Sagittarius müsste das sein. Jawohl. So ist es. Und ist das ein Schoko da hinten? Seht ihr das? Sieht so aus, ne? Und hier ist nichts mehr. Auf jeden Fall, die letzte Medizin hat diese gute Dame hier. Herrliche Medizin. Einen Moment bitte. Hier irgendwo muss sie doch... Ah, da ist sie ja. Etwas verstaubt, aber ich schenke sie dir. Jetzt habe ich alle zusammen. Na dann auf zu Sid. So. Mal schauen, was es hier an neuen Waffen gibt. Bei Dagobert. Zauberstab. Zypressstock für Vivi, sehr geil. Oh, das nehmen wir auch mit. Viermal. Kopftuch. Chakraband. Schattenhut. Goldhelm. Den Rest habe ich. Okay. In der Schmiede gibt es auch was Neues, glaube ich. Schau mal. Sehr schön. Ja, ich laufe kurz zurück zu Sid. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe die Mixtur sogar schon fertig. Dann sollten wir sie probieren. Großherzog, darf ich? Nun gut, was bleibt mir anderes übrig? Dich nicht unbedingt, mach dich noch stark. Also mit Verlaub. Oha. Irgendwas scheint komisch. Quark. Quark? So etwas hatte ich befürchtet. Ja. Fürchterliches Malheur. Meine Exzellenz ist jetzt ein Frosch. Das war's aber mit dem Luftschiff. Welche Schmach. So werde ich nie wieder ein Mensch. Wir werden Hilda finden müssen. Und ich werde euch begleiten. Berufe sofort eine Besprechung ein. Oh Mann. Seid ihr alle versammelt? Seh. Seine Exzellenz hat das Wort. In Erscheinung eines Frosches. Der Versuch, mich in einen Menschen zu verwandeln, schlug offensichtlich fehl. Wie auch immer. Kuya ist der Schlüssel zu allem. Wir müssen ihn unbedingt finden. Ah, immer noch kein Luftschiff. Was machen wir denn jetzt? Wir benutzen das Schiff, mit dem wir in Alexandria geflohen sind. Roberta Zebold soll unverzüglich damit beginnen, das Schiff zu inspizieren. Du sagtest doch, auf dem Schiff waren ganz normale Schwarzmagier, oder? Vielleicht sollten wir im Dorf der Schwarzmagier was in Erfahrung bringen. Ein guter Vorschlag. Und außerdem muss ich es mit eigenen Augen sehen, ob sie wirklich wieder alle auf Kuya hören. Ich muss es einfach wissen. Dann ist alles klar. Auf ins Dorf der Schwarzmagier. Was ist mit euch, Prinzessin? Lilly will auch mit. Bist du sicher? Ja, bin ich. Keine Angst. Alko wird schon auf sie aufpassen. Gut, dann los. Ab zum Hafen.
Ab ins Erdgeschiss. So, und diesmal nehmen wir hier die Lore zum Wasserdrachentor. Und das ist eine Kiste. Ja. Ha, okay. Und schon sind wir am Hafen. Und da ist auch das schöne Schiff. Die blaue Narzisse heißt das Ding, glaube ich. Ja. Ne, doch. Blaue Narzisse, genau. Alle Achtung. Der Kahn ist ja bestens in Schuss. Da bist du ja am Ampf. Hm? Quinna, wo kommst du denn her? Ich bin so lange herumgereist, bis ich euch wieder gefunden habe. Das ist also auch einer von deinen Reisegefährten. Du hast eine echt bunte Truppe von Madain-Shari über die Berge, dann durch Meer und hierhin gestrandet. Strapaziöse Reise. Was machst du überhaupt hier? Achso, Blank. Ich wurde gebeten. Da steckt doch was dahinter. Ja, ja, ja. Das ist richtig. Ein Frosch, Mampf. Und er redet, Mampf. Wie der wohl schmeckt. So, Vivi nehme ich auf jeden Fall mit. Lilly zaubert. Nee, Moment. Ich mache das so. Denn mit euch würde ich gern trainieren. Genau. Ja, kann ich halt nicht heilen. Ist halt so. Ich habe aber genug Potions und High Potions. Außerdem kannst du noch Chakra. Alles gut. So, bevor ich jetzt zum Dorf der Schwarzmagier gehe, möchte ich nochmal ganz kurz Halt machen bei Chocobos Wald. Denn jetzt kann ich definitiv neue Karten finden. Und halt einmal eine links. Oh ne, das war zu viel. Und zurück. Und dann jetzt nach links. Da vorne ist der Wald. Hier. Ich werde jetzt noch ein bisschen Karten suchen. Und wenn ich das gemacht habe, ich schaue mal eben ganz kurz rein bei Mene, ob jetzt wirklich Karten zu finden sind. Sonst wird es mir ja sagen, nicht wahr? Mene ist wohl nicht da. Doch, da ist er. Ich war gerade verreist. Endlich habe ich sie gefunden. Südwestlich von hier gibt es eine Sarvash-Inselkette. Dort gibt es die Insel Pamnell, in deren Lagune du von der Sandbank aus gelangen kannst. Die Karte wird dir Aufschluss geben. Aha. Die schauen wir uns auch an, auf jeden Fall. Oh, schade. Schoko meint, es gibt keine Karten. Das ist blöd. Dann machen wir jetzt Folgendes. Dann machen wir jetzt Folgendes. Und zwar, wir reisen einmal zur Lagune. Normalerweise müssten wir jetzt oben Richtung Norden, aber wir fahren mal hier komplett in den Südwesten, wo dieses Gebiet sich befindet, mit der Lagune. Ah, ich kann mit dem Steuerkreuz fahren, das ist wesentlich angenehmer, finde ich. So, Lagune. Wir fahren quasi geradeaus drauf zu. So, das hier ist die Insel, die er meinte. Und hier ist auch die Lagune, aber da kommen wir halt nicht ran, weil hier auf dieser Insel blöderweise keine Schokobo-Fußspuren sind. Deswegen müssen wir uns hierhin transportieren lassen. Da sind Fußspuren. Zack. Und jetzt müssen wir einen kleinen Umweg laufen, um die Lagune zu erreichen. Zack. Und das ist wirklich ein Riesenumweg. Also,
So, einmal hier. Dann hier. Dann müssen wir tatsächlich hier oben lang. Und dann einmal Kehrtwende und zurück. Und dann hier. Und dann hier. Und dann hier vorbei und da und da und zack. Lagune. Da sind wir. Mache ich beim nächsten Mal. Und ich sage euch natürlich, was ich alles gefunden habe. Denn hier in der Lagune gibt es jetzt nämlich die Schatzkarte, wo ich meinen Chocobo in einen roten Chocobo verwandeln kann. Ich suche natürlich so lange, bis ich diese Karte habe. Das wird wahrscheinlich wie immer die letzte sein. Und dann treffen wir uns, ja, gute Frage, entweder treffen wir uns hier und ich erkläre euch das, oder wir treffen uns direkt da oben beim Schwarzmagierdorf. Nee, wir machen es anders. Ich laufe hier zurück zur Blauen Narzisse und wir treffen uns da drüben. Dann, Entschuldigung, zeige ich euch den Weg noch nach oben zum Dorf der Schwarzmagier und dann machen wir da weiter. Also, bis dahin, ciao, tschüss.